Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Newsfeed Nummer 2. Ja, ihr seht richtig, das ist Newsfeed Nummer 2. Und was macht man in Newsfeed Nummer 2? Man feiert Newsfeed Nummer 1. Nee, Spaß, heute machen wir dasselbe, was wir in Newsfeed Nummer 1 gemacht haben, nur mit anderen Nachrichten. Denn es ist ja in dieser Woche ganz viel Unterschiedliches passiert. Ja, es sind nicht die Sachen passiert, die letzte Woche auch passiert sind. Es sind ganz neue Sachen passiert. Und deswegen würde ich vorschlagen, lasst uns mal direkt wieder mal loslegen, damit ihr direkt auf die Schnelle erfahrt, was los ist. Denn wie ihr wisst, liegt in der Kürze ja die Würze. Und deswegen würde ich vorschlagen, lasst uns loslegen. Hallo Leute und los geht's. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber der Ministerpräsident der Türkei, der Herr Erdogan, hat sich ein Haus bauen lassen. Ein weißes Haus. Nur gibt es ja schon ein weißes Haus in den USA. Also hat der Herr Erdogan das Haus Weißen Palast nennen lassen. Einziges Problem daran, dieser Palast kostet 491 Millionen Euro. Warum kostet er so viel? Der Palast ist auf jeden Fall auf einem ehemaligen Waldgrundstück errichtet worden. Der war allerdings ehemals vom Staatsgründer Atatürk für einen Bauernhof geplant worden, dieses Grundstück da. Und jetzt steht da so ein 400 Millionen Euro Palast drauf, der eigentlich aus umweltschützlerischen Umständen eigentlich, der hätte gar nicht stehen dürfen. Eigentlich wurde der Baustoff auch schon eingereicht, aber es wurde jetzt weitergebaut. Und der türkische Finanzminister hat bekannt gegeben, dass er jetzt nun mal diese 1,37 Milliarden türkische Lira kostet. Das sind umgerechnet 491 Millionen Euro. Die Frage ist jetzt, warum muss ein Haus so viel kosten? Ich meine, wir in Deutschland haben ja auch schicke Häuser für unsere Politiker. Aber ich glaube kaum, dass jetzt das Bundeskanzleramt 491 Millionen Euro gekostet hat. Ich vermute auch ein wenig, dass das Haus den Größenwahn von Erdogan einfach widerspiegelt, den er ja in vielerlei Hinsicht in seinem Staat schon ausdrücken wollen. Und auch unter anderem ja eben das Großosmanische Reich ja wieder anhimmeln wollen würde. Meine Meinung ist dazu, dass es übertrieben ist. Kein Mensch, nein, echt kein Mensch braucht ein Haus für 491 Millionen Euro. Das ist eine halbe Milliarde. Eine halbe Milliarde Euro, so viel verdient kein normaler Mensch in seinem Leben. Und das dann auch noch auf Staatssteuernkosten zu machen, weiß ich nicht. Finde ich irgendwie nicht so, nicht das Gelbe vom Ei. Aber vielleicht wohnt ihr ja selber in einem 491 Millionen Euro Haus und sagt, dass es sich lohnt, das zu bauen. Dann schreibt es mal in die Kommentare, dann lerne ich das vielleicht auch, dass es Sinn macht, dort zu wohnen. Aber ansonsten weiß ich nicht, ob ich das bräuchte. So, und das zweite Thema war nicht diese Woche aktuell, sondern wird morgen aktuell sein. Und zwar ist morgen Mittwoch. Und ab Mittwoch streiken wieder mal die Lokführer. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber mich nervt das irgendwie ein bisschen. Ich meine, die ersten Streiks, das habe ich ja noch eingesehen. Okay, die wollen mehr Lohn, alle Gewerkschaften streiken irgendwie, wenn die mehr Lohn wollen. Aber ab Mittwoch, also ab morgen, streiken die 4 Tage lang. 4, das sind 100 Stunden wollen die streiken. Und die fangen morgens an. Der Güterverkehr fängt schon nachts an zu streiken. Für mehr Lohn. Warum setzen sie sich nicht gemeinsam an einen Tisch mit den Bahnchefs und verhandeln da um mehr Lohn? Warum müssen wir leiden? Und dann würde ich auch, weiß ich nicht, dann ist doch irgendwie, die Tickets wären auch teurer. Ich meine, wenn zur Bahn weniger Leute kommen, dann müssen die Tickets ja teurer werden. Lohnt es sich dann noch mit der Bahn zu fahren? Machen sich die Lokführer nicht gerade selber ihren Job kaputt? Weil, ganz ehrlich, um ganz ehrlich zu sein, die Fernbusse von der Deutschen Post, von wem auch immer, die sind echt attraktiv. Die sind teilweise günstiger als die Bahn und haben jetzt während der Streikzeiten extrem Zuwachs bekommen.
Warum soll man die nicht nehmen? Es ist dort komplett entspannt drin. Du fährst eigentlich genauso wie mit der Bahn, nur eben über die Autobahn. Und die Busfahrer streiken eigentlich eher selten. Zumindest seltener als die deutschen Zugfahrer der Deutschen Bahn. Und hallo? Also, ich finde das jetzt nicht mehr so lustig, vor allem wenn Leute jetzt ihren Urlaub oder ihre Zugfahrt schon mehrere Monate im Voraus gebucht haben, dann wussten die ja jetzt da noch nicht, dass die streiken. Die haben ja erst am Wochenende angekündigt, dass für 4 Tage lang gestreikt wird. Dann stehen die vor einem Problem, weil entweder buchen sie um, sie kündigen, sie stornieren, was auch immer sie machen. Aber Zugfahren geht eigentlich nicht. Die Bahn hat zwar versprochen, 30% der Züge am Laufen zu halten, aber was sind 30%? 30% sind nicht mal ein Drittel dessen, was normalerweise fährt. Und eigentlich kann das meiner Meinung nach nicht funktionieren. Und ich frage mich dann auch immer nach diesen ganzen Streiks. Wie kriegen die diesen normalen Verkehr wieder ans Laufen? Also wie arbeiten die das alles ab? Also für mich ist das alles ein bisschen unübersichtlich. Aber ich finde ja die ganze Streikmanie nicht so das Wahre. Man kann ja echt, man kann verhandeln. Man kann mit den Leuten verhandeln. Aber ich als, wenn ich jetzt sehen würde, die Leute arbeiten nicht, dann würde ich dir noch nicht mehr Lohn geben. Also würde ich jetzt so machen. Aber wenn ihr das wieder mal anders seht, kann ja sein, dass ihr Lokführer seid und wirklich findet, dass die alle recht haben, dann könnt ihr es mich wieder wissen lassen. Dann können wir darüber ja diskutieren. Ich werde auf jeden Fall nicht streiken. Ich werde dann mit euch darüber diskutieren, was ich davon halte. Leute, ich habe jetzt eine Entschuldigung zu machen. Es ist so. Ich musste die Kamera wechseln. Ich weiß nicht warum, aber dieses gute Stück hat leider gerade schlapp gemacht. Deswegen geht es jetzt zwar immer noch in HD, aber mit einer anderen Kamera weiter. Das Bild hat sich jetzt vielleicht was geändert, aber der Inhalt ist ja gleich geblieben. Das ist das Wichtige, dass der Inhalt immer noch zu euch rüberkommt. Ach, vergesst es einfach. Mein Gott, auf jeden Fall geht es mit Thema 2 weiter. Thema 3 ist das schon. Das ist schon Thema 3. Ich bin schon voll raus hier. Und Thema 3 bestätigt oder zeigt, dass etwas Gutes, Positives im Thema Ukraine-Krise eingetreten ist. Und zwar wisst ihr ja vielleicht, dass ein großer Streitpunkt zwischen der Ukraine und Russland gewesen ist, dass die Ukraine illegal russisches Gas abgezapft hat, was nach Deutschland geleitet wurde. Und jetzt haben sich doch tatsächlich die Ukraine und Russland darauf geeinigt, dass bis zum Ende diesen Jahres, ja, bis zu Ende diesen Jahres, die Schulden, die dadurch das Gas entstanden sind, in der Höhe von 2,5 Milliarden Euro an Russland zurückgezahlt werden sollen. Und gestern ist auch schon die erste Zahlung in Russland eingegangen, in Höhe von 1,16 Milliarden Euro. Das heißt, vielleicht ist das ja schon ein Schritt in Richtung Einigung zwischen Russland und der Ukraine. Ich hoffe es jetzt mal, weil es nämlich sehr schade wäre, wenn Deutschland kein russisches Gas mehr bekäme, wie ich finde. Weil was machen wir ohne russisches Gas? Unsere eigenen Gasvorkommen sind, so wie ich weiß, so gering, dass mein Hirn dafür nämlich eigentlich keinen Platz verschwendet. Da ist nämlich eigentlich nichts an Gas in Deutschland. So, zum Thema Gas in Deutschland habe ich mir jetzt mal was überlegt. Und zwar habe ich hier eine Deutschlandkarte. Und auf dieser Deutschlandkarte ist leider zwar nicht zu sehen, wo wir minimalste Vorkommen an Gas haben, aber wir haben an Nord- und Ostsee minimalst die Möglichkeit, Gas zu fördern. Das habe ich gerade eben rausgefunden. Das bedeutet, wir haben also hier Nordsee, hier Ostsee, haben wir die Möglichkeit, 48 Meter unter dem Boden eventuell an Gas zu stoßen. Wobei der Bedarf an Deutschland, für Deutschland dadurch nicht gedeckt werden könnte. Gut, das aber nur so als kleine Randinformation, falls es irgendjemand von euch interessiert, wo Deutschland Gas hat.
Und das letzte Thema, auf das ich heute noch so gestoßen bin, ist, dass man Diktator Kim Jong-un in Nordkorea wieder ohne Krücken gesehen hat. Vor einigen Monaten war ja, hat man ihn ja gar nicht mehr gesehen. Also monatelang war von Kim Jong-un ausnahmsweise mal nichts zu sehen. Gar nichts. Man hat ihn für tot erklärt, für gestürzt, für was auch immer. Aber man hat ihn dann nicht gesehen. Dann ist er jetzt vor einigen Wochen wieder mit Krücken erschienen. Da hat man auch spekuliert, was ist es seine Gicht, ist was auch immer. Und jetzt ist er komplett gesund, ohne Krücken, wieder aufgetaucht. Also gehe ich wirklich mal davon aus, dass er einfach im Krankenhaus war, sich dort hat behandeln lassen und die Öffentlichkeit ausgeschlossen hat, wobei die Öffentlichkeit in Nordkorea sowieso ein bisschen ausgeschlossen ist. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass das vielleicht ausnahmsweise mal kein böses Spiel Nordkoreas ist. Kann natürlich aber auch sein, denn vielleicht war das auch ein Test an die Außenwelt von Kim Jong-un auf irgendeine Weise. Ich weiß nicht, aber ich könnte mir vorstellen, denn man hat ihm ja vieles herdiagnostiziert, unter anderem Gicht, Diabetes, Herzprobleme und so weiter und so weiter und so weiter. Naja, Hauptsache er ist wieder da. Das heißt, wir können neue Atombombendrohungen erwarten und erfahren Neues von der Unterdrückung in Nordkorea. Gut, wir sehen uns gleich nochmal in der Endcard wieder. Dort verabschiede ich mich von euch. Das macht man da nämlich so eigentlich so. Aber schon mal jetzt hoffe ich, dass es euch gefallen hat und dass ihr wisst, was diese Woche so abging. So Leute, das war Newsfeed Nummer 2. Nächste Woche kommt Newsfeed Nummer 3. Was für ein Gag, ne? Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wie gesagt, ich kann es nicht oft genug wiederholen, schreibt eure Meinungen zu allen Themen, die hier kamen, in die Kommentare, weil es darf ja durchaus vorkommen, dass Leute andere Meinungen haben als ich. Und deswegen lasst es mich wissen. Und ich bitte euch, wenn es euch gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen nach oben oder abonniert und schaut auch mal in den Let's Plays da unten vorbei, denn es gibt bald auch Android Let's Plays. Ha. Ja, Android Let's Plays sind relativ spannend, denn es gibt für Android echt geile Spiele. Da gibt es zum Beispiel sowas wie Leo's Fortune oder Hitman Go. Das sind einfach keine Ego-Shooter, so wie Mortal Kombat oder sowas. Das sind einfach wirklich spannende Strategiespiele oder ein Jump'n'Run eben, für die es sich lohnt, Geld auszugeben, die man dann auf seinem Android-Gerät hat und nur spielen kann. Nee, Spaß beiseite. Schaut da einfach mal rein, wenn sie draußen sind. Und deswegen würde ich vorschlagen, bis nächste Woche.